Okay, ihr wisst ja, wie es anfing. Am Anfang war das nichts. Leere, nicht bis auf völlige Dunkelheit. Und so hat die Finsternis gewollt. Erst als Gott meinte, es werde Licht, wurde es hässlich. Erst war es harmlos. Ein Planet hier, eine Sonne da und so. Als nächstes waren da Menschen und Kühe und Zeugs. Jede Menge, überall. Natürlich, klar, die Finsternis war angepisst. Von damals an zog die Finsternis durch die Welt, in einem menschlichen Träger nach dem anderen. Jeder von ihnen dachte, er wäre ihr Meister. Aber du besitzt die Finsternis nicht. Die Finsternis besitzt dich. Vorwärts zu einem Jackie Estacado. Der Standardtyp. Null Familie, null Hoffnung, null Zukunft. Er war am Ende genau da, wo man es erwartet und wanderte Leute für die Franchetti-Familie um. Das Leben war insgesamt ziemlich düster für Jackie. Dann kam sein 21. Geburtstag und alles wurde noch düsterer. Man mag glauben, ein paar Superkräfte wären ganz cool für Jackie. Naja, bei seinem Beruf als Killer und so. Und wäre da nicht dieser Dämon in ihm, käme das hin. Denn die Finsternis machte Jackie nicht nur stärker, sie machte aus ihm einen Gott. Aber nur, wenn das Licht aus war. In 0, nichts war die Mafia hinter Jackie her, wollte seinen Tod. Einfach so, die New York City Mafia gegen Jackie und die Finsternis. Doch so düster es auch war für Jackie, es gab noch Licht in seinem Leben. Und ihr Name war Jenny. Diese Kids, die waren lange zusammen. Ich denke nicht, dass jemand widersprechen würde, dass sie zusammengehörten. Und das ist wohl die Tragödie daran. Die Mafia war noch hinter Jackie her. Sie wussten, der schnellste Weg, ihn zu kriegen, wäre, ihm den Sinn des Lebens zu nehmen. Jenny zu töten, war so ziemlich das Dümmste, was die Mafia tun konnte. Damit hatte Jackie nicht nur nichts mehr, wofür er lebte, er hatte nichts mehr zu verlieren. Und die Finsternis? Jackie konnte sie viele Jahre lang unterdrücken, aber so sehr er es auch versucht, niemand kann die Nacht verhindern. Wenn er dieses Ding in sich nicht bald kontrollieren kann, wird bald nichts mehr von ihm übrig sein. Dann wird Jackie nur noch eine leere Hülle sein. Und das ist es, was die Finsternis will. Scheiße. Kurz bevor mein Vater starb, sagte er mir, Jackie, vor dem Schicksal kannst du nicht fliehen. Aber versuchen musst du es verdammt nochmal. Da war etwas in mir. Etwas Schreckliches. Und es wollte raus. Als es raus war, musste ich zusehen, wie der einzigen Person, die mir je wichtig war, der Schädel weggepustet wurde. Dann gab es mir die Macht, die Dinge gerade zu rücken. Zeug, das man sonst nur aus Albträumen kennt. Das Töten machte es nur stärker, schwerer zu kontrollieren. Doch am Ende konnte ich es begraben. Aber seitdem sucht es nach einem Weg hinaus. Es nennt sich selbst die Finsternis. Jackie, schön dich zu sehen. Komm rein. Hi, Vinny. Wie geht's der Familie? Welcher? Hey, Jackie. Sieh dir mal die Hupen von den Brünetten rechts von dir an. Dicke Hupen. Das ist links von ihm, Schwachkopf. Hey Jackie, guck mal, sie haben ein Bild von deinem Dad aufgehängt. War ein guter Mann, dein Vater. Guter Mann. Hey Mann, hör auf, dich hängen zu lassen. Komm schon, Boss, sie haben dir deinen Tisch fertig gemacht. Ah, wunderbar. Die Zwillinge warten schon. Großartig. Hey Enrico, ich hab dir die Karten für das Spiel besorgt. Die Zwillinge. Geht auf mich, mach's gut. Frankie, alles klar? Mr. Galvani, schön, dass Sie wieder in der Stadt sind. Verzeihung, wir bringen Ihnen eine neue Portion. Yo, Billy, wie geht's dir? Nicht schlecht. Hey, Kellner, zum Mitnehmen bitte. Klar doch, Mr. Swift. Schnell, schnell, ich hab's eilig. Ja, oh, tut mir wirklich leid, Gaston. Bitte sehr, Boss. Oh, lecker. Bon Appetit. Danke. Hi, Jackie.
Erinnerst du dich an uns aus dem Candy Club? Na? Natürlich. Was ist? Na klar tut er das. Vertraut mir. Ich wünschte, ich würde. Scheiße. Jackie, runter! Oh, shit! Bastard. The darkness, too. Scheiße! Seht euch sein Bein! Benny, was macht ihr? Der Jungs geht vor. Ich bring Jackie hinten rum raus. Jackie, hör mir zu. Ich bring dich hinten rum raus. Nimm du das hier. Halt uns diese Kerle vom Hals. Scheiße, mein Bein. Benny, ich werde diese Schweine abschlachten. Hurensöhne. Oh. Jackie, komm in die Finn. Halt's Maul! Scheiß Bastarde! Ihr werdet sterben. Heute ist für alle etwas da. Heute gibt's Kugeln zu essen. Bastarde! Nichts weiter als Bastarde. Ich brauche ein größeres Magazin. Festhalten, Jackie. Jetzt kommt die Treppe. Scheiße, Mikael. Das ist so beschissen wie... Bastarde! Die hier sind umsonst! Die Rechnung stelle ich euch, wenn wir im Hotel sind. Oh, shit! Will! Einen Moment! Scheiße! Muss der Atem kommen! Bastarde! Oh, gib mir die Minute, Jackie! Ich habe ewig nicht trainiert! Scheiße. Die hier sind wirklich umsonst. Muss dich nicht bedanken, mein Freund. Headshots sind immer umsonst. Okay, Boss. Ich kann die Küche von hier aus sehen. Wir können fliehen, aber du musst beide Knarren nehmen, damit ich dich stützen kann. Ja, ist gut. Beide Knarren? Das ist aber unpräzise. Scheiße. Noch ein bisschen Wodka zum Nachspülen? Bastarde! Ihr werdet bluten dafür, was ihr mir hier angetan habt. Scheiße. Ich rieche Gas! Beeilung, Vinny! Sie sind da drin! Das war's! Schnell, gib mir das Feuerzeug! Nein. Brennende Hölle, Estacado! Oh, fuck! Nutze meine Kraft oder stirb! Halt's Maul! Niemals! Nie wieder, du Mistkerl! Ich bin deine Erlösung! Stärker als ein Vater. Provoziert ihn weiter. Du atmest noch, was, Dreckskerl? Du Na Bastard! Los, komm hierher! Ich hab was für dich! Gib dich mir hin, Jackie! Halt's Maul! Ich kann es nicht. Nein! Endlich kann ich mich nähern! Verdammt! Was zum Teufel ist das? Hast du das gesehen? Spaghetti! Alles Gute, mein Freund. Scheiße. Jackie? Winnie! Was zum Teufel ist hier los, Vinny? Wer war das? Keine Ahnung, Boss. Nach der Explosion habe ich einen hinkenden Typen gesehen, der von seltsam aussehenden Kerlen begleitet wurde. Niemand, der mir bekannt vorkam. Wo ist dieses Stück Scheiße hin? Sie sind die Gasse runter. Der Rest unserer Leute ist vorne, damit ihr euch auf der Straße treffen könnt. Ich komme nach. Ich muss
muss erst wieder zu Atem kommen. Mach sie fertig, Jackie. Keine Sorge, Vinny. Wir werden das hier schnell beenden. Weißt du, die Jungs und ich haben schon lange darauf gewartet, etwas von der alten Jackie Estacado-Magie zu sehen. Und jetzt verschwinde. Halt's Maul. Das ist keine Magie. Das ist ein Albtraum. Und ja, damit Ziele, sammle dich mit deinen Männern außerhalb des Restaurants. Und an dieser Stelle ein herzliches Willkommen zu The Darkness 2. Ja, ein sehr interessantes Spiel, wie ihr bald noch feststellen werdet. Ja, abgeballert. Oh ja, man hat hier sehr, sehr viele Möglichkeiten in diesem Spiel. Seine Gegner, man kann die auf jederlei Art kann man die umbringen. Man kann Spaghetti kochen und die damit erwürgen. Ach, jede Menge Sachen. So, wie ging das hier nochmal? Warte mal, halte Maus gedrückt und bewege Maus nach oben oder unten für einen vertikalen Hieb. Ah, so. Na gut. Abgeballert. Schnauze, du Lappen. Was willst du denn? Heute gibt's Spaghetti. Drücke Space zum Springen. Wer ist das? Komm schon. Was zum Teufel? Jenny? Jenny. Hey, warte! Lügen! Lügen! Lass mich nur, du Mist! So. Ja, irgendwas ist passiert. Keine Ahnung, meine große. Heilige Maria! So. Ja, so können wir uns halt entscheiden, mit diesen Special Moves können wir denen dann halt spezielle Sachen entnehmen. Oder kriegen bestimmte Boni dafür. Das werdet ihr aber auch noch sehen, alles. So. Hä? So, jetzt konnte ich ihn nicht mehr irgendwie umbringen. Weil ich Q nicht mehr gedrückt habe. Das ist der Teufel persönlich! So, jetzt können wir uns entscheiden, wie wir ihn hinrichten wollen. Wenn wir nicht zu lange brauchen würden. Ich nehme mal keine zweite Waffe, weil ich finde, das ist ein bisschen unpräzise. Es ist Estacado! Er lebt! Ihr Penner werdet bezahlt! Ja! Oh Jesus, oh Scheiße! Los, nimm einen neuen Schutzschild. Jetzt wird abgerechnet. Ein Schuss nach dem anderen. Ich habe genug für alle. Na gut. Ich nehme mal zwei Waffen. Einfach nur zur Demonstration. Aber ich finde das ein bisschen unpräzise dann. Habe ich so das Gefühl. Naja, oder es ist auch ein bisschen so. Scheiße. What the fuck? Was ist jetzt? Ah! Scheiße! Ah! Ich hab mich schon gefragt, wann du wieder auftauchst. Ich hab Estacado. Er ist hier drüben. Jetzt bist du nicht mehr so hart, was? Au! Mein kleiner Freund. Hallo, Äffchen. Verdammt lang her. Küsschen gefällig? Ich passe. Aber danke für die Hilfe. Ah, scheiße. Was riecht hier so? Sag du's mir. Ich komm aus deinem Kopf. Oder hast du das schon vergessen? Komm schon, lass uns spielen. Netten Hut hast du da, mein Freund. Na, erstmal aufstehen hier. So.
immer diese... Dankeschön, mein kleiner Freund. Mit kannst du Waffen ziehen. Drücke jetzt 4, um 2 Waffen zu nehmen. Okay. Na, ich finde 2 Waffen immer so ein bisschen blöde. Na, ich nehme mal lieber die Mikro-Uzi einfach so.